Willkommen Freunde! In der freien Wildbahn lassen Tiere, um Nachwuchs zu haben, Nahrung zu erbeuten oder einfach nur um zu spielen, andere Tiere manchmal leiden. Aber gibt es Tiere, die sich selbst schaden können und tun sie dies bewusst? Auf der Insel Sulawesi in Indonesien lebt ein sehr ungewöhnliches Tier, das die Einheimischen Babirusa nennen, was Hirscheber bedeutet. Es ist leicht zu erraten, warum diese Tiere so genannt wurden. Dem Aussehen nach sind diese Geschöpfe einem Schwein sehr ähnlich, aber sie haben Hörner. Nur im Unterschied zu anderen Hornträgern sind ihre Hörner vollkommen nutzlos. Im Gegenteil, sie bereiten diesen Schweinen fast nur Probleme. Eigentlich sind es keine Hörner, sondern Eckzähne, die im Laufe des Lebens des Tieres wachsen. Je älter Babirusas werden, desto länger werden ihre Eckzähne. Bei älteren Tieren wachsen sie buchstäblich in den Kopf. Wenn der Hirsch eben ein hohes Alter erreicht und nicht durch die Zähne eines Raubtiers oder aus irgendeinem anderen Grund starb, wachsen die Zähne so weit, dass sie in den Schädel eindringen. Natürlich nur, wenn die Eckzähne im Laufe des Lebens nicht abgenutzt oder abgebrochen sind. Leider ist die Zahl der Babirusa in den letzten Jahrzehnten stark zurückgegangen und nimmt weiter ab. Die Abholzung der Wälder und die Zerstörung des Lebensraums sind der Hauptgrund. Die Einheimischen jagen Hirscheber wegen des schmackhaften, fettarmen Fleisches und eben wegen der Eckzähne. Diese Art steht als gefährdet in der roten Liste. Das Video mit einer Schlange, die versucht, ihren eigenen Schwanz zu fressen, ging in den sozialen Netzwerken viral. Das ist nicht verwunderlich, denn so etwas sieht man nicht oft. Das Video wurde auf Twitter von Susanta Nada, einem Beamten des indischen Forstdienstes, veröffentlicht. In der Aufnahme beißt sich die Schlange in den eigenen Schwanz. Dann sieht man, wie jemand eine flüssige Substanz in das Maul der Schlange gießt, woraufhin das Reptil seinen Schwanz loslässt. Nanda erklärte, dass Schlangen, die ihre Artgenossen verspeisen, oft ihren eigenen Schwanz mit dem Schwanz einer anderen Schlange verwechseln und anfangen, sich selbst zu fressen. Laut dem Untertitel zu dem Video ist dies die perfekte Illustration des endlosen Zyklus von Leben und Tod. Der Panzer ist ein zuverlässiger Schutz der Schildkröte vor Feinden. Er ist so robust, dass niemand in der Lage ist, ihn zu durchbeißen. Es ist sehr praktisch, sein Haus und seinen Zufluchtsort bei sich zu tragen, um sich zu jedem Zeitpunkt zurückziehen zu können. Ohne Panzer können Schildkröten nicht leben, aber manchmal kann er den Tod des Tieres verursachen. Wenn eine Schildkröte versehentlich auf den Rücken kippt, kann sie nicht ohne fremde Hilfe in ihre natürliche Position zurückkehren und wird einfach verhungern. Die Wirklichkeit ist, je kleiner die Schildkröte und je abgerundeter die Form ihres Panzers ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie sich immer noch zurückdrehen kann. Erstaunlich ist, dass Schildkröten sich nie gegenseitig in Schwierigkeiten bringen. Wenn sich eine Schildkröte in einer schwierigen Lage befindet, wird ihr eine andere Schildkröte sicher versuchen zu helfen, wenn sie in der Nähe ist. Einfach unglaublich. Und wie oft helfen wir fremden Menschen? Es gibt Fälle, in denen Tiere sich absichtlich verletzen, um sich aus einer Falle, meistens Fangeisen, zu befreien. Hunde, Wölfe, Bären und Affen trennen eingeklemmte Gliedmaßen ab, indem sie ihre eigene Haut, Muskeln, Gelenke und Knochen durchnagen. Solche Aktionen können gruselig erscheinen, aber dahinter steckt eine klare Logik. Es ist besser, einen Körperteil zu verlieren, als das Leben. Bienen sind die nützlichsten Insekten. Abgesehen davon, dass sie Honig und Wachs produzieren, bestäuben sie auch Pflanzen. Für die Selbstverteidigung stattete die Natur die Bienen mit einem Stachel aus. Das giftige Werkzeug der Biene ist im Allgemeinen für Stiche bei Insekten und anderen Tieren geeignet, deren Körper mit einer Chitinschicht bedeckt ist. Nachdem sie die Chitinschicht mit dem Stachel durchstochen hat, zieht die Biene ihn ganz leicht zurück. Aber die Haut von Säugetieren, darunter auch Menschen, ist straff und elastisch.
Sie hält den Stachel der Biene wie Gummi fest und der Stachel lässt sich selten herausziehen. Darüber hinaus ist dieser am Ende mit nach hinten gerichteten Widerhaken versehen wie bei einer Harpune, was es noch schwieriger macht, den Stachel aus der Haut zu ziehen. Die Biene versucht ihn zu ziehen, aber es funktioniert nicht. Sie fliegt los und hinterlässt dabei den Stachel in der Haut ihres Opfers zusammen mit den Giftdrüsen und einem Teil des Darms. Am Hinterleib der Biene bleibt eine große Wunde zurück und schließlich stirbt die Biene. Die Hörner der Wildschafe sind mächtige Waffen. Sie sind massiv und haben eine gedrehte Form. Mit ihrer Hilfe können sie Raubtiere abwehren und den Kampf um ein Weibchen gewinnen. Aber leider kann diese Waffe manchmal gegen das Wildschaf selbst gerichtet werden. Idealerweise sollten die Hörner so wachsen, dass ihre Enden nicht in Richtung der Schnauze gerichtet sind, aber manchmal wachsen sie falsch. Wenn ein Schafbock auf einem Bauernhof lebt, werden die Besitzer Maßnahmen treffen. Sie werden die Hörner von Zeit zu Zeit absägen, um das Tier zu retten. Aber in der Wildnis ist ein solcher Schafbock verloren. Sobald sein Horn zu groß wird, dringt es in den Kopf ein. Zunächst wird der Bock nur starke Schmerzen haben, aber das Horn wird weiter wachsen, bis es schließlich den Tod des Tieres verursacht. Glücklicherweise sind solche Fälle in der Natur selten. Normalerweise wachsen die Hörner des Schafbocks richtig. Außerdem wetzen die Tiere sie oft an Bäumen, sodass sie keine kritischen Größen erreichen. Schafe sind vielleicht die einzigen Tiere, die man sich in freier Wildbahn nicht vorstellen kann. Schafe werden wegen ihrer Wolle gezüchtet. Wenn sie nicht rechtzeitig geschoren werden, verwandeln sie sich in einen riesigen Wollball. Die Wolle verfilzt und unter der Wolle wird nicht einmal die Schnauze des Tieres zu sehen sein. Natürlich kann kein Schaf in diesem Zustand lange leben. Ihr Körper wird sich überhitzen, sie werden schlecht sehen und sich langsam bewegen. Außerdem werden sich verschiedene Parasiten in ihrer dicken Wolle einnisten, die einen unerträglichen Juckreiz verursachen. Daher ist die Fürsorge des Menschen für Schafe sehr wichtig. Und ohne rechtzeitige Schur werden sie nicht lange überleben. Sicher wussten die meisten von euch, dass Schafe geschoren werden müssen. Aber wusstet ihr, dass Esel eine Pediküre brauchen? Ihre Hufe müssen alle 1,5 bis 2 Monate sorgfältig gepflegt werden. Wenn dies nicht rechtzeitig geschieht, können die Folgen schrecklich sein. Seht, was mit den Hufen dieses Esels passiert ist. Sie sind einfach riesig und bereiten dem Esel eine Menge Unannehmlichkeiten. Aber es stellt sich die Frage, wer pflegt einem Esel in der Wildnis die Hufe? Tatsächlich gibt es diese Tiere in der freien Wildbahn fast nicht mehr. Esel leben schon so lange in der Nähe des Menschen, dass es scheint, dass es immer so war. Die Fußpflege bei Eseln wird als Hufpflege bezeichnet. Und diese sollte nur ein erfahrener Tierhalter durchführen. Das war's für heute. Vergesst nicht, eure Meinung in den Kommentaren unter dem Video zu schreiben. Das ist für uns sehr wichtig. Teilt das Video mit Freunden und bis zum nächsten Mal.